Ich stelle Ihnen heute den Roman Babysitter for Big Brother von Lisa Runz vor. Lisa Runz wurde 1993 in Erfurt geboren, wo sie auch mit ihrem Lebensgefährten und ihrer kleinen Tochter lebt. Seit ihrer Jugendzeit sind das Lesen und Schreiben ihre Leidenschaft. Liebe Frau Runz, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Bitte erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihren Roman. In meinem Roman geht es darum, dass zwei unterschiedliche Personen aufeinandertreffen, die auch sehr unterschiedliche Arten des Sexes kennengelernt haben. Es ist ein Erotikroman und wir haben da auf der einen Seite Ethan Blue, den Geschäftsführer, und der, naja, muss durch gewisse Umstände bei seinem Vater wieder einziehen, und da lernt er halt eben die Babysitterin seiner Zwillingsschwestern kennen. Und ist am Anfang gar nicht von ihr begeistert und er kriegt auch mit, dass die so ein bisschen was verbirgt. Und das ist halt eben so, sie hat im Moment eine schwere Phase, die Leni, oder Kathleen Rivers heißt sie ja auch, wird aber nur Leni genannt. Und sie muss sich um ihre schwerkranke Mutter kümmern, also die lebt im Hospiz, weil es wirklich schon sehr, also sie ist sehr krank, die Mutter. Und da muss sie halt eben viel arbeiten, auch um ihre Miete zu zahlen. Und der Vermieter ist halt eben wirklich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber er ist wirklich ein Arsch. Und sein Sohn ist auch eins. Und die wollen halt eben, dass sie ihre Miete mit Sex bezahlt. Und da sie das halt eben eigentlich nicht so möchte, holen sie sich das mit Gewalt. Und deswegen verbirgt die Leni das, weil sie sich dafür auch selber schuldig fühlt. Und der Ethan kommt am Ende irgendwie dahinter. Aber wie er dahinter kommt und wer da noch ist, das sollen die Leute dann selber lesen. Okay, bitte gehen Sie doch ein bisschen näher auf die Protagonisten ein, auf den Ethan und die Leni. Also Ethan ist wirklich ein Geschäftsführer der Familienfirma. Der hat die mal übernommen von seinem Vater, als der auch einen Unfall hatte und nicht mehr so arbeiten konnte. Und dem ist Sex kein Fremdwort. Der hat viele Frauenbekanntschaften. Anfangs des Buches hat er auch eine recht lockere Beziehung zu einem Model. Und er kennt halt eben wirklich viele sexuelle Vorlieben, mal ein bisschen härter im Bett, mal nicht so hart. Und er hat einen besten Freund, den Sven, und die besuchen auch gerne mal einen Sexclub. Und dann gibt es da Leni, die so gerade frisch von der Schule ist, und die hat halt eben eine schwerkranke Mutter und kann halt eben auch ihren Traum von dem Studium nicht wirklich verwirklichen, weil sie arbeiten muss, um das zu bezahlen, was da alles auf sie zukommt. Miete, die Hospizkosten und auch so die täglichen Lebensunterhaltungskosten. Und sie ist halt eben eher so, ach, Sex interessiert mich nicht, ich habe dafür gerade gar keine Zeit, und da passt es nicht so rein, dass dann der Ethan kommt und sie auch mal anbaggert am Anfang, so auf seine typische Art und Weise. Und sie fängt aber dann an, sich zu verlieben und findet halt eben auch, dass das mit dieser Situation, diesem sexuellen Missbrauch, gibt sie sich auch viel die Schuld darüber, dass das so ist. Und sie kann auch ihre Gefühle nicht wirklich einordnen. Und dem Ethan sind diese Gefühle, die er dann auch bekommt, auch neu, weil er sich wirklich noch nie so verliebt hat. Und auch, dass eine Frau auch nicht gleich auf ihn anspringt, das kennt er auch nicht so. Also es sind halt eben wirklich zwei sehr unterschiedliche Leute, die dann aber aufeinandertreffen. Okay, sehr interessant. Was hat sie denn zum Schreiben inspiriert? Eigentlich wollte ich damals nur ein Buch schreiben mit vielen erotischen Szenen drin. Hatte ich einfach mal Lust drauf gehabt, und dann fiel mir auf, es gibt die Dinger schon wie Sand am Meer Erotikromane, aber was wäre, wenn da so zwei ganz unterschiedliche Sachen, also schwarz und weiß sozusagen, aufeinandertreffen? Wie würde sich das entwickeln? Und so ist die Geschichte halt entstanden. Okay. Und wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie dann tatsächlich fertig waren? Also ab dem Zeitpunkt, an dem die Idee entstanden ist, bis Sie tatsächlich fertig waren? Ich glaube, ein Dreivierteljahr ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich meistens immer mal 2 Stunden am Tag schreibe, mal ein bisschen länger. Das ist immer so, wie ich Zeit habe. Also so wirklich ein Dreivierteljahr vielleicht. Und dann fiel mir so auf, als ich das letzte Drittel von Band 1 hatte, was wäre, wenn da noch ein bisschen was dazukommt. Das hat aber dann nicht mehr in Band 1 gepasst. Das hätte alles gesprengt, und so ist dann auch die Idee zu Band 2 gekommen. Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen. Geht's weiter? Es gibt einen zweiten, der ist auch schon fertig geschrieben. Und ich bin gerade dabei, noch einen dritten zu schreiben, weil die Idee für Band 2 hat das dann auch wieder gesprengt, den Rahmen. Okay, sehr interessant.
Wen würden Sie sich als Ihren Leserkreis wünschen? So junge Erwachsene ab 18, also die schon selber sexuelle Erfahrungen gemacht haben und auch mal sehen, dass Sex wirklich so sehr facettenreich sein kann, dass es aber auch Zeiten gibt, wo das nicht so einfach ist und dass man da aber auch wieder rauskommen kann. Also wirklich ab 18 würde ich es empfehlen und bis so 25, 30 sowas in der Drehe. Es sei denn, ältere Generationen finden das auch interessant, dieses Thema, dieses Aufarbeiten, was ich ja dann auch mache, also was ich auch beschrieben habe in dem Buch, wie sie darüber hinweggekommen ist und so. Okay, okay. Ja. Gut, Frau Runz, ich danke Ihnen vielmals für das interessante Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Buch, toi toi toi, und bis zum nächsten Buch. Ja, ich freue mich schon, wenn wir das dann in Angriff nehmen können. Ja, gerne bald. Babysitter for Big Brother von Lisa Runz ist ab sofort im Handel im Paperback-Format und online im E-Book-Format erhältlich und ist aus einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.